So, herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Skyrim. Ja, leider habe ich, guck mal, die kommen schon alle wieder raus. Ich habe praktisch die ganze Nacht jetzt hier Rüstungen platziert. Es ist alles cool. Also jetzt, wenn wir die erste mal anschauen, das ist jetzt hier die Glasrüstung, oder Vulkanglasrüstung. Auch mit einem Ring jetzt schon, der leichte Rüstung unterstützt und so weiter und so fort. Dann können wir hier gerade noch mal umschalten auf die Bekannte, die hat immer noch Zauber und Angriffszauber sozusagen in der Kombination, ist auch entsprechend mit einem Ring unterstützt und mit Amulett von Mara, nee, Mara nicht, Amulett von irgendwas, habe ich gerade vergessen. Und dann sind wir jetzt hier mit Ebenerzschild ausgestattet. Ich habe kein Schwert gefunden, immer noch das Zwergenschwert drin, weil das das leistungsfähigste ist. Aber ich muss sagen, also die Rüstung ist schon ziemlich cool, muss ich wirklich sagen. Die gefällt mir echt gut. Okay, wir haben eigentlich nicht mehr sehr viel jetzt hier verloren und so weiter und so fort. Wir haben soweit alles erledigt, um es mal positiv zu formulieren. Dann können wir eigentlich, denke ich, jetzt mal weitermachen. Und zwar würde ich jetzt hier wirklich mal mit der Bogenausrüstung starten. Eine letzte Sache. Das habe ich gerade eben vergessen, wisst ihr denn da? Vulkanglasbogen haben wir hier. Wir können aber mal gucken. Vulkanglasbogen, große. Vulkanglashelm. Hatten wir nicht noch Vulkanglasbögen? Kann ich gerade noch mal schauen. Vulkanglas. Okay, hatten wir nicht? Fragezeichen. Hä? Oder hießen die anders? Kriegshammer. Ich dachte, wir hätten verzauberte hochwertig. Hier Vulkanglas 200. Glasbow. Okay. Den hatten wir auch legendär. Okay. Und das war auf Freezing. 20 Frostschaden und Gesundheit. Ich gucke gerade, ob die. Mikro, also ob das Mikro unten ist. Glasbow, okay. Was war Frostschaden? Gesundheit, Ausdauer. Gesundheit, Ausdauer. Gut, ja, dann nehmen wir natürlich den stärkeren Glasbogen auf Freezing. Und den sollten wir natürlich dann auch erstmal ins Ding nehmen. Und ja, Glasbogen. Warum heißt denn das jetzt nicht Vulkanglas, das ist halt schon ein bisschen schwierig. Da. Den nehmen wir hier mit rein. Sehr schön. Und dann lassen wir den. Ja, das Problem bei der ganzen Geschichte war, Vulkanglasbogen raus. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass ich hier bei den Gruppen echt Probleme hatte. Ich habe jetzt hier auch einige umgestellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurück hier hingehe, sieht er mir, man sieht es, sind das die falschen. Es müsste eigentlich Zwerg sein, aber es sind die Glashandschuhe noch. Das heißt, er übernimmt einige Punkte. Bei einigen funktioniert es wunderbar, aber auch erst jetzt hier. Nachdem ich es jetzt tausendmal umgebettet habe in eine andere Position und dann speichern mit T, dann merkt er sich das vielleicht. Vorher war die Position ja von der anderen Rüstung hier drüben. Und hier habe ich es auch umgebettet und hat es nicht funktioniert. Er merkt sich schlicht und ergreifend nicht, dass er noch Handschuhe dazu hat. Und auch wenn ich das aktiviere hier alles und so weiter und so fort, es macht keinen Sinn. Ich muss es praktisch alles händisch einstellen. Kann ja gerade mal hier noch das nehmen. Er nimmt jetzt wieder nicht die Handschuhe. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Ist auch jetzt egal. Ich wollte es nur kurz zeigen. Wir können einfach jetzt mal losmachen. Genau, okay. Ich wollte nur gucken, ob er jetzt tatsächlich auch die richtigen Handschuhe hat. Dann passt es. Also einige der Einstellungen gehen, andere wiederum nicht. Das ist natürlich schon sehr komisch alles. So. Und ich hatte gerade jetzt hier.
Ist das schon Griffin oder ist das was anderes? Oh, da ist schon wieder Krieg, ne? So, gut. Wir können ja gerade mal vorsichtig ranpushen. Mal gucken, was abgeht. Sehr schön. Das ist nur Krieg hier, ne? Alles klar. Okay. Ich muss jetzt hier nicht mitmachen. Wir gucken gleich und so weiter und so fort. Banditengesetzlose Hallöchen. Wir lassen erstmal die miteinander kämpfen. Dann werden wir ja sehen, wer übrig bleibt. Durchaus interessant. Naja, wie immer, die werden halt... Was? Passt bitte auf, dass er nicht mein schönes Pferd umlegt hier. Ja, macht mal schön weiter. Also, man wird ja dann sehen, was passiert. So, und hier war doch aber ein Bandit. Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Gut, dann nochmal das Ganze. Oder können wir einfach auch hier rumgehen? Das ist vielleicht sogar noch besser. Mal gucken, was die Lydia sagt, wenn Lydia kommt und so weiter und so fort. So, hier könnte doch durchaus ein Eingang sein. Der ist dort, okay. Okay. Das ist aber komisch, wieso ist denn da ein Bandit gewesen? Zwischendrin. Alles sehr merkwürdig. So. Ist er praktisch nur aus Versehen dort oder was? Vor allem, wem gehört jetzt das Ding? Also wer hat es jetzt quasi eigentlich gehabt? Das wäre mal interessant. So, ich gucke jetzt mal hier bloß ein bisschen rum. Ne? Also, man muss ja jetzt hier nicht hetzen. So, Banditenplünder, okay. Interessant. Da können wir gleich reingehen. Ich will bloß kurz nach oben. Ach, guck. Hadan, wer ist denn? Hadan, okay. Hoffentlich haben wir... den nicht gebraucht für irgendwas. Ich bin mal so frei, nur an mich zu denken. So. Da war noch unser Banditengesetz. Wo sind wir? Dankeschön. Ich guck noch ein bisschen rum. Gut. Verstehe, verstehe. Wir gehen mal querfeld ein. Es könnte ja durchaus sein, dass die despawnen, deswegen würde ich vielleicht auch da mal noch ein Bandit. Also hier kam jetzt... Ach, da ist das Pferd wieder, verstehe. Interessant, interessant. Okay, wir gucken gleich weiter. Mal kurz hier nach unten. Okay, scheint, dass die... Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Jo. Ihr braucht etwas? Man kann ihn nicht groß verdingsen. So, war hier nicht noch jemand? Nein, na gut. Also, dann haben sozusagen die Sturmmäntel Überfall versucht und leider dann bezahlt. Na gut.
So, Lydia ist auch wieder da. Bleib wach. Ja, ja. Ich halte die Augen immer offen, wie ihr wisst. Okay. Ja, und es nimmt sich nicht viel. Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Ja, kann man hier rein? Nein, kann nicht. Okay. Verdammte Sturmmantel-Rebellen. Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Ulfrechs Jungs zu töten. Ich guck mal, ob man nicht da hochkommt. Okay, hier gibt's nichts weiter. Okay, das war's ja schon. Verstehe, verstehe. Voilà. So, gucken wir hier noch ein bisschen. Das ist aber merkwürdig. Durchaus interessant. Okay. Gucken wir doch mal hin. Von einer Seite, wo es nicht so viel Hallöchen. Okay. Drin sind dann wieder Banditen, verstehe. Okay. Ich glaube, da haben wir jetzt die Rüstung gefunden. Für die Lydia. Schön. Ein Besen. Aber ist denn das jetzt hier schon alles gewesen? Fesseln. Öffnen. Interessant. Das Klickgeräusch fehlt, aber es ist jetzt nicht so alt. Gut. Hier ist nichts. Eine Schaufel. Jawohl, sehr schön. Gravierte Nordrüstung, ortisches Schwert der Vernichtung. 30 Schaden. Oh, 30 Schaden. Das ist gut eigentlich. Und ziemlich viel Gold dabei. Alles klar. Ich guck mal erstmal schnell rum. Kurz sichern hier, ob noch was ist. Es geht noch nach oben. Alles klar. Gut. Ah. Verstehe. Verstehe, verstehe. Ja, wir hauen wie immer rein. Ohne Ansinnen des Buches. Die Wolfsqueen müssten wir jetzt echt schon gut haben. Zu Ende. Oh, Laterne, Laterne, Laterne. Oh, und haben wir jetzt, hatte ich die Laterne gebaut? Ich bin gerade nicht noch eine Laterne. Yeah. Ständerschrein, okay. Oh. Verklickt. Mein Gott, nee. So. Also ich hatte versucht sozusagen da das irgendwie ordentlich hinzukriegen. Also ordentlich. Oh. Weil es ist ja auch kritisch, ne? Wenn du dann mal heilen musst. Und du kannst nicht, weil es nicht richtig eingestellt ist oder es ist nicht so leistungsfähig wie erwartet, dann ist das natürlich schon doof. Oder wenn er halt nicht alle Ausrüstungsteile. Moment, abtrennens. Joa.
wenn er nicht alle Ausrüstungsteile und so weiter lädt. Das ist natürlich dann schon, vor allen Dingen, du kriegst ja den Rüstungsbonus dann nicht und so weiter und so fort. Und das kann schon ein kritisches Element sein. Insofern fand ich es, dass man es erstmal, oh, 71, da müssen wir jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Was ist das? Moment, Meister. Sollte ich vielleicht doch noch so eine Schlossknacken-Geschichte machen? Okay. Oh. Die Meisterdinger sind immer noch eine Herausforderung. Manche gehen auch echt gut. Oh, endlich. Gut. Okay. Gut, gut, gut. Hier wird Mittagessen gekocht. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Das Pferd. Hier waren wir vorhin schon. Haben kurz reingeguckt. Pfeile, ja. Mist. So. Versteckt ist. Schade. Na gut. Wo? Das könnte der Bandit sein, aber muss es nicht. Pferd. Sachen dabei, da gucken wir doch mal. Dwarfmoorex, ja. Ja, gut, gut ist relativ. So. Die anderen sind abgehauen, oder was? Krass. Und bei dir alles gut. Ist ein bisschen was abgekriegt, ne? So. Ah, ja. Das ist unten. Wir gehen mal von oben rein, oder? Drumrum waren wir schon, da müssen wir noch hier nach oben. Sieht schon alles ziemlich verwahrlost aus hier, ne? Oh, ein schönes Feuer haben sie gemacht. Okay. Alles klar. Sind wir wirklich schneller beim Rennen, sag mal. Das könnte durchaus sein, ne? So. Gut, also recht unspektakulär hier alles. Aber gut, wenn wir es jetzt erledigen und dann können wir
zum nächsten. Was war das? Oh. Mist. Ja gut, komm, dann nehmen wir einfach alles. So. Ist da jemand? Lassen nach unten. Ein Banditenplünderer, Jagdbogen. Der war aber eher mau ausgestattet. Wir werden Himmelsrand nicht lebend verlassen. Ja, jetzt bleib mal unruhig. Der ist unten, ne? Gut, ich werde bloß kurz gucken. Hier ist nichts mehr. Sieg oder Sovngarde. Ja, dann ist, glaube ich, das Urteil schon gesprochen. Was ich kurz noch machen würde, ist tatsächlich zu gucken, wo wir es vergessen, bei den Büchern. Das hier hat... Oh, das war zu dritt schon. Okay. Das ist jetzt offensichtlich nur eins unter vier. Gut, dann... Mal sehen, wozu wir fähig sind. Ja, das werden wir gleich sehen, ne? Tatsächlich. So. Alles klar. Gesagt, der soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Ist da jemand? Fantasie mit mir durchgegangen. Also irgendwie habe ich jetzt noch nicht ganz auf. Keine Sekunde verbringe ich mehr in diesem stinkenden Kerker. Da sterbe ich doch lieber, als mich zu ergeben. Oh, der eine Gadget, den man da schon gehört hat. Der hat hier seine Kumpeline. Das ist natürlich schon Lockpicks. Dankeschön. Was war das? Na ja, gut. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Okay, da wir sie gerade gesehen haben. 63, Gemeinheit. Lehrling. Entschuldigung. Ein bisschen Gold. Geht schon. Akademie, sagte Vater. Benutzt euren Verstand, hat er gesagt. Wo ist da jemand? Ja, ja. Gucken erstmal ein bisschen rum hier. Eins nach dem anderen. Nicht so viel aufreißen. Alter, die haben mal viele Lampen hier. Vielleicht sollte ich auch langsam aufhören. Das kleine Zeug mitzunehmen. Ich weiß auch nicht. Zeig mir, wir haben ja eigentlich noch ein bisschen Platz. Haben wir schon in den Taschen.
Genau. So. Gut, hier kann man dann nichts mehr machen. Wir sind tatsächlich. Ich hab doch gesagt, er soll einfach das Gold rausholen. Wir sind leiser, ne? Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Okay. Hier ist offensichtlich der Zweck dieses Raumes klar. Wir nehmen die einmal nicht mit. So. Dann gucken wir ein bisschen rum. Hätte wissen müssen, dass sie lügt. Sagte, sie würde auf mich warten. Aber das tun sie ja nie. Naja. Ein Alchemist? Guck mal. Guck an. Okay. Ich will nicht rumspielen, sondern nur gucken, ob was drunter liegt. Okay, nein, es liegt nichts drunter. Taschendiebstahl. Das ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. Hört sich eigentlich eher langweilig. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. So. Der ist dann da unten, ne? Da ist das unten. Ein feiner Skoma. Das wäre jetzt was. Der Importierte. Was war das? Dann war der unten. Ist auch in Ordnung. So. Die haben ja nicht schlecht gelebt, muss man mal sagen. Müssen wir das alles mitnehmen? Ja. Ich beantworte es gleich. Damit keine Diskussion aufkommt. Das zumindest, was sichtbar ist. So. Ein Bretone. Was macht denn der hier? Gut. War das wohl eine Nüchen? Alles klar, halt, war das noch? Schließenkäfig. Interessant. Haben wir hier erstmal soweit alles. Dich auch. Brauchen wir einen guten Fang. Oh. Alles klar.
Lederrüstung. Veredelter Malachit, das ist schön. Alles gut. So, ist schon wieder vorbei. Die Vogs nehmen wir diesmal nicht mit. Hier können wir nochmal schärfen. Ja, hier ist nichts. Der hat im Grunde genommen nur... diese Spieldinger, also die Bogenschießanlage bewacht. Das ist natürlich kein schöner Lebenssinn. Na gut. Soweit dieses. Jetzt können wir nach oben gehen. Nach Himmelsrand, alles klar. Gut. Das wäre das. Wir haben oben den. Grünwallhöhle, alles klar. Dann gehen wir dann da rein. Das nächste Mal. Ist das aber eine Überraschung? Okay. Guck an. Eine Strongbox. Was hat die denn drin? Diadem der Zerstörung. 17 Cast. Okay. Hm. Tornister. Ui. Okay. Ja, damit. Eisenbahn ist gut. Das ist auch gut. Immer mal wieder solches Zeug einsammeln. Das ist eher gewöhnlich. Und wir müssen ihn noch auslernen. Richtig. Alles klar. Dann sind wir auch hier durch, denke ich. Ja, gut. Ciao. Und wir gehen dann vielleicht noch mal da drüben hin. Damals. Da waren wir schon. Okay, verstehe. Gut. Hier kann man ein bisschen rumschwimmen. Das ist in Ordnung, finde ich. Hier noch mal rein. Den Prison haben wir noch nicht besucht. I'm a prisoner. Nein, haben wir offensichtlich nicht. Verstehe. Tatsächlich leiser, ne? So eine Rüstung hier. Schade, dass die immer so dieselben Sprüche haben. Das sind alles wunderschöne Perkpunkte. Immer dran denken. Ich sehe da keinen gusseisernen Topf. So. Jedenfalls, solange ich da nicht 100 Punkte stehen habe. Was ist denn an einem Krug hier und da so falsch? Doofe Bienen mit ihrem blöden Honig. Okay. Hätte wissen müssen, dass sie lügt.
Was war das? Mist. Ach, na ja. Into the face. Viele Banditen und so weiter. Ne? Da geht's raus. Ne, da geht's hoch. Oh mein Gott. Das ist. Alter, so viele. Ein Glück. Es sind nicht alle, okay. Ui, da frage ich nicht nach. Entschuldigung, kurz vorbei, dankeschön. Oh, note. Dagmar, if I catch you fucking another one of these wenches, I'll send you on spider killing duty. Their screams keep me up at night. Wow. At night, yeah. And I can't go ransom no wench with a filthy bastard and her belly now, can I? Leave him alone. Okay. Was ist das denn? Eine leere Truhe, die ich bin geholt hier. So, gelbes Mädchenkleid. Ja, das können wir doch mitnehmen. Die Lucia. Rotes mit. Ewoks, okay. Gut. Beretone. Mist. Das wollte ich, glaube ich, jetzt nicht mitnehmen, aber es ist der Kaiser nicht auch. Gut, Gold können wir mitnehmen. So, was haben wir hier noch Schönes? Racked Trousers. Die waren schon ganz schön ordentlich hier, ne? Hier. Zeugs. Warte mal dann. Den haben wir. Okay, dann. Alles klar. Gevatter, dass sie noch. Da kommt sie schon an. Oh, 62. Ein Expertenschloss. Da. Okay. Es ist so laut hier. Okay, Lockpicks. Dankeschön. So, ja, hier ist dann nichts mehr, ne? Ist ganz schön laut. Danke, Lydia. Warum haben
haben die jetzt nicht diese drei Dinger hier fertig gemacht. Also so spannend war das jetzt auch nicht. Hier ist sogar noch... Oh, guck mal, ein schönes Bett und so weiter und so fort. Interessant. Alles klar, unterschiedlichste Ausstattung hier für die Räume. Gut. Ein Bandit. Okay, ist da noch eine Überraschung? Hier ist nichts mehr. Okay. Hier ist noch ein bisschen was. Ganze Skelette hier kann man gar nicht angreifen in diesem Häuschen. Das ist, Alter, weil wir haben nur was für Lampen gemacht. Hallo. Nein. Das ist nur ein Totenschädel, kein Skelett gewesen. Gut, okay. Alles klar. Dann danke für wenig. Bisschen was raus schon, aber. Dass da irgendwie eine Tür wäre oder so. So, ja, also auch ein bisschen sehr übersichtlich, sage ich mal. Schade, schade. Hier war ein bisschen was. Okay. Insofern hätten wir das. Gut. Dann vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir rennen jetzt nochmal kurz nach oben. Mal zu gucken, ob vielleicht hier nochmal. Nein, ist es nicht. Und hier sind nochmal die Captain Quarter. Okay. Was? Alles klar, das kennen wir ja schon. Wobei wir da wieder am Anfang werden. Okay. Gut. Damit müsste das doch eigentlich abgeschlossen sein, oder? So. Jetzt kurz nochmal einen kleinen Überblick. Also, wir waren auf jeden Fall da drüben. Das haben wir gemacht. Vorne gab es ja nur den Vorhof. Diesem Häuschen da. Wir sind von der Seite rein, glaube ich. Wir haben das jetzt einigermaßen jetzt so halt durch, hoffe ich. Sollten wir nicht runterfallen? Fragezeichen. Jetzt weniger spektakulär. Gut. Hier ist auch nichts mehr. Ach, guck mal, doch eine Truhe. Hallöchen. Und wieder mit Stimme. Unglaublich. So. 5 Lockpicks. Ja, das ist schon gut. Gut, da drüben sind wir rein, glaube ich. Hier ist, glaube ich, dann nicht mehr viel. Das ist eine ganz komische Burg. Auch bautechnisch, ne? Von viel, zu vielen Seiten angreifbar. Hätte man vielleicht anders gestalten können. Naja, ist nicht unser Bier. Gut, da unten sind wir rein. Ich würde mal vermuten, dass wir jetzt hier auch... Ah, liebes Pferd, was machst du denn da? Prison haben wir eigentlich jetzt
Gatehouse, das hatten wir schon, ne? Da war der eine drin. Ansonsten leerer Raum, alles klar. Gut, gleich wieder raus. Aus dem Haus. Ich gebe euch Deckung. Nee. Na mal los. Du musst einfach nur folgen. Wir haben jetzt gerade keine Deckungsbedarfe. Was? Auch wenn sich das doppeldeutig anhört. So. Gut. Hier war doch noch Grünwallhöhle. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal. Es nähert sich ja schon wieder die Nacht. In schnellen Schritten. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und einfach bis zum nächsten Mal. Ciao.